dieser Aktion auf dem Hirschlandplatz. Das Ganze wurde begleitet von den Initiatoren Franz Kube, von der Marketingleiter der Wohnbau EG und Radio Essen war dabei. Und deswegen steht neben mir hier auch Uwe Loch, der vielleicht uns etwas mehr noch sagen kann zu dieser Veranstaltung, zu diesem Pollenturnier. Ja, 17 Mannschaften bzw. 17 Schulen waren dabei. Das erste Mal überhaupt in der Geschichte der Grundschulen ist es eine Stadtmeisterschaft gegeben. Die Großbruchschule, das ist die Schule, die hier vorne steht. Die Kids, die sind, kann man schon sagen, Essens beste Grundschule, was Fußball angeht. Also dafür haben sie auch den riesen Pott gekriegt hier, den haben sie verdient. Und wir hoffen natürlich, dass wir im kommenden Jahr noch viel mehr Schulen haben. Nicht nur in Anführungsstrichen 17, sondern dass alle Schulen sich daran beteiligen. Und dass die Siegermannschaft dann natürlich hier wieder auf dem Platz stehen darf und den Riesenpokal von den echten Profis hier an der Hafenstraße entgegennehmen kann. Gegenstände.
Vielleicht bin ich der größte Sänger. Ja, das ist auch so. Oh, Baluschowski, wo bist du nur im Leben? Du kennst den Ort, mein 16 schon seit 1907. Du warst bei jedem Spiel, nur einmal warst du krank. Hey, oh, Baluschowski, entschuldige Mann. Wir werden es sein, nie vergessen. Wir sind die Fans vom Ort, mein 16. Und lebendig oder tot. Wir lieben Ort, mein Gott. Könnte man 2-0 schießen, ne? Sogar wenig.